Ja, man war fassungslos, ne? Geschockt, dass man halt eben so da ausgegrenzt wird eigentlich vielmehr. Und vielmehr fand ich es halt eben auch schade, dass meine Mutter das jetzt auch noch mal so zu spüren bekam. Ich kann Ihnen leider die Wohnung nicht geben. Sie haben ein behindertes Enkelkind. Das kann ich meinen Mietern und Nachbarn nicht zumuten. Für sie war das einfach klar, nein, ist ein behindertes Enkelkind und kommt mir nicht ins Haus. Ja, es ist ein klarer Fall von Diskriminierung von behinderten Menschen und ihren Angehörigen. Und ich sage jetzt mal, da müssen wir handeln. Aaron. Die Hausfrau hat mir die Wohnung ja auch zugesagt. Mein Sohn war dabei, mein Sohn Lutz. Und per Handschlag hat die Frau gesagt, ein Mann, ein Wort. Dieser Handschlag ist genauso viel wert wie eine Unterschrift. Samstags geht mein Sohn den Mietvertrag abholen und sonntags abends um 19 Uhr bekomme ich den Anruf. Ich kann leider die Wohnung nicht bekommen, weil ich ein behindertes Enkelkind habe. Ich kann Ihnen leider die Wohnung nicht geben. Sie haben ein behindertes Enkelkind. Das kann ich meinen Mietern und Nachbarn nicht zumuten. Wenn der Behinderte durchs Treppenhaus geht und macht laute Töne, dann würden die Mieter 25% Mietminderung machen. Ja, ich war geschockt. Ich konnte im Moment gar nichts mehr sagen. Habe ich nur danach gefragt, ist nur gesagt, das Kind lebt nicht bei mir, lebt bei seiner Mutter. Ich kann ihn auch über Nacht nicht halten, weil er sein behindertengerechtes Bett hat. Ja, aber da kann sie sich nichts von annehmen und ich sollte den Mietvertrag in den Papierkorb schmeißen. Das war's. Was hatten Sie denn? Ja, ich finde das nicht gut, dass man Behinderte in die Ecke stellt. Weil Behinderte sind genauso viel wert wie auch normale Menschen. Ein Eindruck. Auch wie wir den Handschlag hatten, da hat sie ihren Mann rübergeholt und hat zu ihrem Mann gesagt, das ist die neue Mieterin, die zieht am 1. November ein. Ja, die war genauso geschockt wie ich auch, dass man sowas. Wir haben so noch nie negative Sachen erlebt mit einem Behinderten. Das war das erste Mal. Ich habe keine Erklärung dafür. Weiß ich nicht. Kann da einfach nichts zu sagen. Also die könnte mir auch jetzt die Wohnung umsonst anbieten. Ich würde da nie mehr einziehen. Ich war geschockt und ich habe auch die ganze Nacht nicht schlafen können von Sonntag auf Montag, weil mir das nicht aus dem Kopf ging. Weil ich ja auch meine Wohnung daraufhin gekündigt hatte. Was jetzt Ihrer Mutter passiert ist? Ja, man war fassungslos, ne? Geschockt, dass man halt eben ja, auf einmal so dargestellt wird, ne? So da ausgegrenzt wird eigentlich vielmehr. Und vielmehr fand ich es halt eben auch schade, dass meine Mutter das jetzt auch nochmal so
zu spüren bekam. Ne? Und ja, was wir halt eben bis vorher noch nie erlebt haben. Eigentlich immer angenommen in der Gesellschaft zu sein und auf einmal wird man da so rausgekickt, ohne dass die Frau einen persönlich kennt. Das fand ich auch schon sehr schade. Eigentlich sehr positiv. Also er wird sehr gut angenommen in der Gesellschaft und egal wo wir sind und wo wir mit ihm hingehen, ist immer sehr gern gesehen und ja, eigentlich die meisten kümmern sich auch sofort um ihn. Dieses Helfersyndrom, sage ich dann immer, ist direkt kommt zustande. Ne? So, und, ja, aber es ist jetzt auch nicht so dieses Bemitleidende, sondern einfach, er ist aufgenommen. Ne? So, und das ist halt immer das, was uns eigentlich immer gut bisher immer ja, durch die Gesellschaft getragen hatte auch. Umso schlimmer ist. Weil die Reaktionen darauf waren eigentlich Unverständlichkeit, also mit den Leuten, mit denen man auch darüber gesprochen hat, dass sowas passiert ist, ne? Und warum meine Mutter jetzt die Wohnung nicht bekam, das konnte keiner glauben. Ne? Und von daher habe ich eigentlich eher das Gefühl, sie steht mit ihrer Meinung ziemlich alleine da. Das Gefühl habe ich. Ein sehr freundliches, fröhliches Kind, wie man sieht. Ja. Und ja, ist eigentlich auch für einen Autist recht untypisch, dass er schon auch kurze Berührungen auch akzeptiert, dass man ihm die Hand gibt und dass man ihn auch mal kurz anfassen mag. Und wenn er es nicht mag, dann zieht er halt eben sich aus der Situation heraus. Aber er ist halt eben schon, ja, eigentlich doch ein Gesellschaftsmensch auch, ne, und zieht sich halt. Und bitte! Alles klar. Ja, aber dir auch? Wo wart ihr? Danke. Okay, bitte. Bitte! Hallo. Hallo. Na? Na? Alles klar? Ja. Geh durch. Schon mit dran, jede Pflege der Miete, Schönheitsreparation, das ist immer wichtig. Tapetenkleister. Wasser löst sich in Tapetenkleister. Sonstige Vereinbarung. Das ist ja auch ein Witz, dass ich für, wenn ich draußen Schneebig mache, denken Sie, hättest du ja direkt sagen können, ne? Wenn sie einen Raum haben wollen, eine neue Dusche. Hat mir ja angeboten, neue Dusche, aber das hat noch monatlich extra. Ja. Aaron? Ja, also kannst du ja doch. Oma? Fragst du doch nochmal. Hat ja nicht lange gedauert, ob sie jetzt die 12 Euro haben. Tja. Das nächste Mal. Aaron? 5? Hey. Aaron. Aaron, nochmal. Hey. Nochmal Aaron. Aaron, gib 5. Und die Hand zurücknehmen. Widerfahren ist. Ja, fassungslos und sprachlos und unverständlich, dass man da so reagieren kann. Und obwohl sie das Kind selber noch nie gesehen hat und uns auch gar nicht kennt. Allgemein ist also das, was die Menschen, die wir bisher gesprochen haben, die sind ganz klar, ne, die zu anzuzeigen und ja auch das alles strafrechtlich verfolgen zu lassen, ne, weil das halt eben A, die Diskriminierung ist und zweitens hat meine Mutter ja im Prinzip, wenn sie jetzt nicht Glück gehabt hätte, die Wohnung weiter doch in Miete halten zu können, stellt sie dann plötzlich da und hätte keine Wohnung. Das wäre dann halt eben nicht so schön gewesen. Ne, und,